So, weiter geht's. Mit Cappuccino. Sorry, ich bin Cappuccino-süchtig. So. Warum will ich weniger Kaffee trinken? Oh, okay. Ich hatte letzte Woche Sonntag, war ja super müde am Abend. Ich habe Deadly Premonition nicht hinbekommen. Und am Montag auch. Und ich habe immer einen Kaffee getrunken. Und ich wurde nach dem Kaffee müder als zuvor. Also aber die gegenteilige Wirkung hatte. Doch ich glaube, das ist ein bisschen mit zu viel Koffein Einnahme damit zu tun hat. Deswegen will ich es ein bisschen senken. Hier und da ein Cappuccino und das für ein paar Wochen und dann kann ich wieder normalisieren. Aber momentan trinke ich keinen Kaffee seit ein paar Tagen. Nur mein Cappuccino. Muss man mal sein, einfach. Heieiei. So. Weiter nach unten. Oh, stimmt. Das. Oh, Moment mal. Moment. Ah. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Pentagramm. Kann ich hier die Schlüssel irgendwie reinstecken? Nee. Den Ring benutzen? Ah, den Ring, den er wollte, dass ich benutze. Oh! Diese Symbole, sie führen hierher. Oh. Aha. Aha. I know what to do. Weißt du, was ich tun muss? Umgedrehtes U, umgedrehte Katzenflamme, umgedrehtes L, erster Tetristein, zweiter Tetristein. Tetristein links, Tetristein rechts und dann eine Sichel. Okay. Umgedrehtes U, eine umgedrehte Flamme, Tetristein links, ja, oder? Ja. Tetristein rechts und Sichel. Das sind bestimmt die Katakomben, die in Markes Chronik erwähnt werden. Ich fühle mich elend. Toll. Wir befreien uns nicht von dem Fluch, sondern wir lassen Mordred frei. Ich weiß nicht, was diese Schrift bedeutet. Vielleicht eine Warnung vor dem Betreten. Gute Frage, ich glaube, das ist ein. Oh, das erkenne ich. Das ist ein. Omega? Das ist ein Aleph-Zeichen, oder? Aleph? Das ist Aleph, das müsste Aleph sein. Das ist Mu, oder? Das ist Sigma? Ich würde speichern. Ja, man sollte wohl speichern. Kann das wer lesen? Kann das jemand lesen? Kann man das zusammenstückeln? Das ist Vieh. Natürlich. Ja, da kenne ich nicht alle. Nü? Ja, das ist griechische Alphabet.
Breitzeichen? Ich erkenne die Symbole, ich weiß was. Ja, oder? Ja. Ich erkenne das, weil das mit Unendlichkeiten zu tun hat. Unendlichkeitenrechnung. Oh. Nach links, vorwärts, nach rechts. Oh, shit. Gerade durch. Okay. Besser. Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Okay, zurück komme ich dann wieder. Okay, es ist immerhin gleich. Okay. Wir sind nicht irgendwie. Dann weiter vorwärts. Oh, das ist ein böser Kopf. Eine in Stein gemeißelte Bestie. Ne, ich hoffe, dass sie nur im Stein ist. Okay, dann links. Okay, weiter links. Okay, da ist ein Loch. Ich werfe einen Blick hinein. Was für ein Bullshit! Das ist so random! Du bist nicht mal vorgewarnt! Bei dem einen war das ja so noch. War das ja mit dem Grab noch. Man sollte nicht kopflos irgendwie rangehen, da war diese Warnung dran. Und dann einfach. Ich meine, William, du musst nicht dein Auge an den Glory Hole ranhalten, sondern deinen Mund. Meine Güte. Okay, dann gehen wir jetzt mal als erstes nach links. Todescounter in den Point-and-Click-Game, ja. Das bräuchte ich echt. Ach, das sind lauter Löcher. Da geht's nicht weiter. Oh. Okay. Kann ich da rechts klicken? Nope. Da geht's nicht weiter. Ist das auch ein Todesloch? Eine kleine Öffnung in der Wand. Ach nein, das ist kein Todesloch. Weißt du? Es ist so random. Es ist so random. Er passt perfekt in die Hand. Okay, ein Talisman. Das ist so total random. Eins bringt dich um, das andere nicht. Das ist so. Ja, wir hoffen, dass du die Speicherfunktion verstanden hast in dem Spiel. Glory Holes. Töten. Ich würde das Loch hier einfach mitnehmen. Gibt's nicht ein Kingdom Come Spiel? Nein, nicht Kingdom Come. Kingdom. Verdammt, was habe ich hier gespielt? King's Quest Spiel, wo man ein Loch mitnehmen kann von der Wand und eine andere Wand hinpappen kann. Ich glaube, da gibt's was, so ein altes. Eins der. Der Weg ist blockiert. Skurriosen Rätsel. Ziegelstein. Ich habe etwas in der Ferne gehört. Okay. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört haben könnte. Aber nimm's mit. Können wir den Helm mitnehmen, damit wir uns nicht mehr aufgespießt werden? Okay. Okay. Nutze Helm mit. Nach links, nach vorne. Oh.
Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Aber ein Talismanloch. Easy. Das ist ein Ständer. Da fehlt etwas. Nee. Nee. Ja, was fehlt denn diesem Ständer? Das ist böse Loch. Das ist böse Loch. Oh, what the fuck? Gott. Ich hab Angst, bloß links zu klicken. Ich will bloß gucken. Ich will nicht reinrennen. Okay? Ich fange wieder oben an. Nur gucken. Und ich jetzt links klicke. Bitte nur gucken, William, okay? Ich sehe den Boden nicht. Ich sehe den Boden nicht. Okay. Was sind die Fässer, die fast auseinanderfallen? Wahrscheinlich würden sie bei der leichtesten Berührung zerfallen. Okay, dann gehen wir halt nach rechts. Oh. Ein Schwert. Oh Gott, wir bauen Mordred zusammen. Super. Das muss ein harter Kampf gewesen sein. Oh, Taschenlampe. Ich nehme an, dass die Taschenlampe sind über den ganzen Gang verteilt. Ich nehme an, dass die Taschenlampe weggeschmissen hat nach dem Benutzen. So wie er immer, wie er es immer tut. Ja, hat er. Natürlich hat er. Das ist Samuel, der denkt nicht nach. Einmal verwendet, lass es wegschmeißen. Wurzeln. Mein Feuerzeugbehälter als Raucher. Die Bäume sind mit ihren Wurzeln sogar bis hier eingedrungen. Immer diese reichen Leute, ne? So verschwenderisch. Einmal benutzt, weg. Ein Schwert, wir haben einen. Hä? Man braucht zu 100% keine Taschenlampe im Gewölbe, natürlich nicht. Schwert die Wurzeln abhacken. Ich dachte eher so dran, dass ich da was aufbauen muss da hinten. Eine mit der große Rüstung. Kerze. Zünden wir sie mal an. Ich habe Angst, das Loch da vorne zu benutzen. Das Schild mitnehmen? Moment. Gloryhole ist töten. Ich werfe einen Blick hinein. Zwei von drei Löchern waren böse. Und ich dachte mal, ich darf alle drei Löcher benutzen. Eine in Stein gemeißelte Bestie. Kann ich da jetzt irgendwie... Oder ist noch so... Die Kugel habe ich auch noch. Oh. Oh. Okay. Da ist ein Knopf. Drück mal einfach mal. Okay. Licht gemacht. Das ist auch ein böses Loch. Just do it, Sora! Vielen, vielen Dank dir! Für 2 Jahre Unterstützung. Einen wunderschönen guten Morgen. Danke dir. Weil das YouTube-Video mit, wo sie diese U-Bahn erkundet haben, war cool.
Oh, wir müssen das da hochlassen. Um da hinzukommen. Obwohl, da können wir vielleicht mit dem Schwert hinstoßen. Den benutzen wir doch nicht. Okay, mal, wir müssen alle anmachen. Das war das gute Loch. Das ist eine Sackgasse. Ist auch eine Sackgasse hier? Da geht's nicht. Okay, bei dem einen ist halt das. Dass da ein Loch noch ist. Ich dachte, ich darf alle drei Löcher benutzen und nun darf ich gleich das Schwert benutzen. Der Gante macht das Wort zum Schwein. Ja. Wir reden hier absolut nur von diesem Spiel. Wir haben keine Zweideutigkeit da drin. Klar, alle Knöpfe drücken, als ob schon irgendwas Schlimmes passieren würde. Nichts natürlich. Der Katzenhalter kann ich immer noch anklicken. Kann ich dann einen Helm drauf tun, damit der so Pumpkin-mäßig leuchtet? Oh ne, kann ich den Katze wieder abschlagen? Nee. Kann ich Williams Tagebuch lesen? Da stand aber nichts Nützliches drin, ne? Ah, doch, den da noch. Okay. Das waren die anderen Rätsel. Ich würde den Helm ja eher auf das Monster setzen. Ach so, das könnte man probieren. Aber der ist ja bloß eine Wandmeißelung. Kann ich schon nochmal anklicken. Schau, ist nochmal rot. Oh, waren die auch noch an? Ja, der eine, der hier fehlt. Nur gucken. Nur gucken. Kannst du da irgendwie so vorsichtig an... Ich werde versuchen, auf die andere Seite zu springen. Sorry. Ich bin fett und unsportlich. Nicht mal ich hätte den Sprung so versucht, sondern ich hätte mich versucht, an der Säule festzuhalten und rüber zu steigen. Mit dem Fuß einfach. Und an die Säule zu greifen und dann den rechten Fuß rüberzustellen und dann den linken und dann vorsichtig an der Mauer. Echt? Aber nein, wie springt der? Hup! Hup! Seriously? Da, hier festgehalten und einfach hier rüber. Guck mal, da ist sogar noch eine Verbindung. Von da nach da einfach steigen. Klar, da ist ein bisschen Ding, da musst du halt mit. Da hält man sich hier an der Säule fest und dann gräbt man mit dem rechten Fuß hier ein bisschen rum, bis der ordentlich steht und dann kann man rüber gehen. Und da muss man sich halt vorsichtig an der Wand, dass man nahe dran bleibt. Und dann vorsichtig drücken. Kai, du kannst wahrscheinlich nur eine Hand an der Säule lassen, während du da drückst. Ich sehe den Boden nicht. Kann ich den... Ja. Nein, Samuel, du solltest es drüberlegen als Brücke, nicht runterschmeißen! Vollidiot. Vollidiot. Ja, schmeiß alles runter.
so drüberlegen als Brücke. Hey, das war die Lösung. Was? Okay, das war die most random Lösung, die ich je hatte. Vielleicht haben wir hier irgendwelche Hinweise übersehen, vielleicht, ja. Kann sein. Eigentlich wollte ich nur das Schwert hier als Brücke legen, damit er da drüber kommt. Aber okay, ist okay. Dann läuft halt so. Es ist okay. Haben wir jetzt alle an? Vielleicht fehlt mir noch irgendeine. Bin jetzt nach ganz rechts, dann wieder nach ganz links. Oh. Macht Sinn. Natürlich macht es Sinn. Da unten war eine Druckplatte. Das heißt, der Erste, wo stirbt, der macht seinem Freund, der als Zweites rumläuft, den Weg auf. Was jetzt? Oder fehlt mir noch eins? Fehlt echt noch eins? Shit. Okay, dann gehe ich hier zwei runter und laufe dann wieder nach links. Oder? Es kann natürlich sein, dass ich nur gewisse anmachen muss. Shit. Oder nicht. Jetzt hier nach vorne? Da geht's nicht weiter. Okay, vielleicht haben wir irgendwas noch übersehen. Sind da irgendwelche Symbole dran? Das ist ganz links und oben. Da bin ich jetzt ganz links, das ist Todesloch. Gehe ich wieder eins zurück, dann sind wir hier. Ich meine, ich könnte mir eine Karte zeichnen von dem Ganzen. Der das ist eine Sackgasse. Was ist da? Ich meine, den Hinweis habe ich noch. Die ist da auch nicht mehr vor. Zuerst muss ich das finden, weswegen ich hier bin. Okay. Ja, wir könnten im Williams-Tagebuch natürlich nochmal nachgucken. Da sind noch Hinweise drauf. Okay. Und ja, ich könnte es einfach mal aufzeichnen. Das wäre wahrscheinlich ein guter Tipp. Oder? Was ist da? Oh, Skelette. Die Knochen müssen Jahrhunderte alt sein. Ich würde jetzt zum Beispiel gerne, ich bräuchte ein Programm. Das Problem ist, ich bräuchte ein Programm, dass ich einfach auf dem Bildschirm was zeichnen kann. Geht das eigentlich? Gibt es sowas? Wo ich jetzt einfach im Spiel ein Overlay hier einfach mit der Maus reinkritzeln kann. Das würde mich freuen. Weil dass ich das im Stream mitzeichnen kann mit euch zusammen. Das hat mir an Zero Escape so gefallen, dass es da so einen Hintbuch gab, wo man selber mitkritzeln konnte, die Sachen. Die Kerze ist, die kann ich noch benutzen. Teilbuch müssen wir gleich gucken, ja. Das müssen wir gleich gucken. Na, schauen wir mal Teilbuch. Einzige, was wir noch haben. Da sind nach unten. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an
und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, möge Weisheit dir den Weg weisen. Steht in Stein gemeißelt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den... Ich habe auch einen außerordentlichen... Als ich sie berührte, war mir als 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich... Ja, was werde ich? Nein. Nein, da ist nichts mehr. Okay. Vielleicht hast du nicht ordentlich gesucht. Das könnte sein. Es könnten noch Gänge sein. Kugeln kann ich nicht klicken. Ich meine, so schwierig zu mappen ist es nicht. So schwierig zu mappen ist es nicht. Rechts. Wo ich reinkam, kann ich nicht mehr zurück. Da rechts ist der Eingang. Also ich map das jetzt mal. Hier bin ich eingegangen. Ich kann hier nicht zurück. Zuerst muss ich das finden, weswegen ich hier bin. So. Da ist der Eingang. Mach mir einfach so ein Kästchen. Dann mache ich mal hier. Das ist E für Eingang. So. Und im Eingang ist nichts. So. Und ich kann hier nach rechts gehen. Nach rechts. Ich kann hier eins nach rechts und da ist eine Laterne. Okay. Und hier nach unten komme ich nicht. Da geht's nicht weiter. Okay. Hier nach rechts komme ich nicht, dann kann ich bloß nach vorwärts gehen. Okay, da kann ich vorwärts gehen. Da ist auch eine Laterne. Auf der linken Seite. Dann kann ich nochmal vorwärts, dann komme ich zu der Flamme hin. Ja. Und da ist bloß ein Loch. Mach mal ein Loch rein. So. Kann ich so rüber. So rüber. Hier kann ich jetzt nach links. Da ist der Schädel. Gott, wie mache ich denn den Schädel hin? Klar, ich mache zwei Hörnerchen hin, hierbei für mich. Und hier sind aber zwei Laternen. Links und rechts eine Laterne. Okay, ich hätte es vielleicht größer zeichnen sollen. Vielleicht muss ich das Ganze nochmal zeichnen. So, hier nach unten kann ich dann wieder eins zurück. Da ist auch eine Laterne auf der linken Seite. Und da geht es auch zurück zum Eingang wieder. Bin ich jetzt einmal rechts, vor, zurück, zurück, zurück. Hier geht es zum Eingang wieder. So, jetzt gehe ich einmal links und dann vor, dann kommen wir zur Kugel. Eins links vom Eingang sind gleich zwei Laternen. Okay, dann einmal vor, da ist nichts, und dann nochmal vor, da ist die Kugel, da ist die Flamme, da ist die Kugel, und da ist auch eine Laterne auf der linken Seite. Das sind alle drei Sachen nebeneinander, Kugel, Kopf und Flamme, die sind nebeneinander. So, aber es geht von der Kugel noch eins nach links weiter. Es ist so ein 3 auf 3 Feld. Da geht es aber noch eins nach links. Da ist nichts, bloß außer dieses Loch auf der Seite. Das tödliche Loch. Dann haben wir eins drunter, eine Fackel auf der rechten Seite. Hier rechts war nichts. Richtig. Also das hier. Ja.
Und hier war das gute Loch. Da unten. Da war das gute Loch. Okay. Und hier rechts ist es eine Fackel. Gut, das sind zwei Fackeln. Gut, fuck. Schon wieder vertan. Ne, das sind zwei, stimmt. Und da rechts bin ich wieder beim Eingang. Es ist ein 4 auf 4 Feld. Aber Gott, ich hab das nicht so schön zeichnet. Die Löcher, es sind in jeder Ecke ist ein Loch, außer hier ganz rechts, da ist kein Loch. Hier unten, das ist, sag ich mal, rechts unten, da ist kein Loch an der Ecke. Da ist eine Lampe. Was komisch ist. Sieht ja fast so aus wie ein Tic-Tac-Toe-Feld, aber es sind halt 4 auf 3 und nicht 3 auf 3. Und insgesamt sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fackeln und 3 Löcher. Und die Fackeln ergeben so ein Symbol. Nix. Ich fange jetzt hier links anfangen, das ist so ein Symbol. Ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge machen muss. Ich fange so, so machen sie das. Ich habe hier eine, da eine, dann oben keine. Speichern kurz. Das ist, vielleicht muss ich eins dieser Symbole am Anfang nachbilden. Mit den Fackeln. Nehmen wir an, dass das Loch immer noch tödlich ist. Ja, ja, wahrscheinlich. Gib was hin zum Gucken. Was habe ich am Anfang für Symbole? Was könnte ich denn danach bilden? Das könnte ich machen. Hoch, runter, dann wäre das hoch, runter, rüber. Müsste ich zwei ausmachen. Wenn ich das bilden will. Weiß aber nicht, aber eigentlich deutet es ja darauf hin, aber das ist komisch. Also, wenn ich wirklich das hier anmachen will, muss ich da die rechte ausmachen. Da geht's dann hoch und ganz oben rechts die rechte ausmachen. Ich muss zweimal hoch. Das wäre. Und da das rechte ausmachen. Ich weiß nicht, ob das der Hinweis drauf ist. Das ist komisch. Passiert nichts. Irgendwas übersehen. Die bringen mich immer noch um, oder wie? Ich werfe einen Blick hinein. Ja. Vielleicht hat es auch was mit Zahlen zu tun. 1 und 2 und 0. Also die Sachen sind... Wenn ich die Zahlen nehme, wir haben 0, 1, 2, 0, 1, 0,
11 0201. So sind die Fackeln verteilt. Wenn ihr das. Vielleicht kann ich diese Fallen deaktivieren. Naja. Vielleicht. Ich meine, jetzt habe ich alle an. Ich werfe einen Blick hinein. Vielleicht muss ich irgendwas finden. Also 01201011 0201, das ist so komisch. Was ist da? Da war es nach links, oder? Nein, ich mach keinen Todescounter rein. Das ist eine fucking Kerze. Nicht anklicken, aber doch nicht anklicken. Ja, dann müsste der auf der anderen Seite zum Deaktivieren sein. Die war ja aus davor. Alle anlassen, bloß die ausmachen? Ich werfe einen Blick hinein. Wer es kennt, darf nicht miträtseln. Wer das Spiel nicht kennt, darf miträtseln. Rechts. Okay. Kann man das Buch über die Katze verbrennen? Okay, das hatte ich nicht gedacht, aber wir können es probieren. Schlüssel gehen anscheinend. Schmeißt doch eher als einmal verwenden weg. Die Katze ist komisch, ne? Der Schlüssel, den ich in Markes Grab gefunden habe. Wenn die von hier nicht entschärfen wären, dann wäre sie vielleicht von hier und da links zum Entschärfen, aber auch nicht da nach Haus. Vielleicht muss ich mir nochmal eine neue Zeichnung machen von dem Ganzen. Oder? Bus zurück, oder? Ja. Nein, da war irgendwas. Oder? Na, nach rechts. Nein, da war nichts. Zurück und vorwärts. Dass ich das Rätsel random gelöst habe. Hängt der runter? Ist ja auch kaputt. Das ist die Lampe dahinter. Hinter dem Ganzen. Lampen rechts klicken. Es muss doch irgendein Symbol ergeben, oder? Warte mal, kann ich die. Vielleicht muss ich das anders aufzeichnen. Weil die Lampen ja nicht in den Gängen drin hängen, sondern zwischen den Gängen. Moment. Kann ich irgendwie
Überlegen, ob ich gerade auf dem Tablet zeige und das dann euch irgendwie hinhalten kann. Oder ich. Kann ich hier raustappen? Ich glaube, aus dem Spiel raustappen kann ich. Ich möchte es euch halt mitzeigen, dass ihr damit. Ich kann bloß nicht auf einen anderen PC rübergehen und auf meinen Streaming-Rechner. Pass mal auf. Ich glaube, aus dem Spiel rausgeht. Das geht, glaube ich. Paint. Easy. Okay. Und so. Jetzt pass auf, wir sind hier. Ich brauche so gleichmäßige Vierecke. Mache ich das nicht mit irgendwie Control halten? Ah, Shift halten, okay. Kann ich die Teile jetzt kopieren? Oder muss ich einfach mehrere machen? Ich kann sie so kopieren, okay. Da. Ah, shit. Also kleiner machen. Hier. Wenn da der Eingang ist. Warte mal schnell, ich schaue gleich da Eingang, dann kann ich hier rum. Das ist aber hier schon Ende, nochmal ist hier schon Eingang. Ne, hier ist der Eingang, hier rum. Da runter, dann ist da aber Ende. Und dann, wenn ich hier reinkomme, kann ich hier rum, einen brauche ich noch. Der Seite. Und, na, oh, ist das ein bisschen zu groß gezogen. Creative! Okay. Sieht doch gut aus. Oder mal kann ich mal reinzoomen? Okay, passt. Dass wir das größer haben. So. Dann war hier der Eingang. Gott, ist das riesig. Ist auch kleiner machen. Kleiner machen. Eingang. Was? No comment, pass auf. Warte mal. Da war der Eingang. Da bin ich jetzt drin. So. Und da ging's rüber. So, das ist jetzt der Eingang. Jetzt schalte ich um. Nein. Soll das richtig hinkriegen? Das dauert was nochmal. Hier ist der Eingang. Jetzt gehe ich zum Beispiel hier. Das sind die zwei Klötze links und rechts. Jetzt gehe ich hier eins nach rechts. Und da ist am linken Klotz dran eine Laterne. Und rechts ist hier alles zu und hier ist auch zu. Das ist eine Sackgasse. Das heißt, wenn ich jetzt hier vom Eingang rechts gehe, ist hier so eine Laterne. Die zeigen wir mal so an. Hier ist so eine Laterne dran. Und des Weiteren haben wir es hier zu. Oh, shit. War wieder schwarz. Wir haben hier zu und hier zu. Okay. Ich heiße, dass ich das hier wegmachen kann. So. Wenn ich jetzt von meinen Aufzeichnungen hergehe, würde ich jetzt, wenn ich eins hochgehe, hier auch eine Laterne vorfinden. Und? Jetzt eins nach oben gehe. Ne, Moment, da ist keine Laterne, Moment. Das wäre ja das hier, da sehe ich keine. Aber ich gehe eins hoch. Ich gehe an dem Balken hier vorbei. Und da ist eine. Jetzt weiß ich nicht, ob das da ist oder droben ist, weil von hier sehe ich sie nicht. Aber es könnte halt... Es könnte schon der hier sein. Das ist der Balken hier. Es müsste eigentlich Sinn machen, weil ich gehe bloß ein Stückchen hoch und stehe jetzt neben dem. Und das ist da, wo es wieder zum Eingang geht. Nehmen wir an, dass es so zum Sehen ist.
austappen, dass ich jetzt, wenn ich stehe hier und wenn ich dann hochgehe, stehe ich hier und sehe die Dateien hier. Das macht Sinn. So, da geht's rechts eben auch nicht weiter. Das ist falsch. Hier haben wir rechts halt generell eine Sackgasse. Jetzt stehen wir hier gerade. Sind hier die Dateien, ich kann links und ich kann nach oben gehen. Richtig. Ja. Und wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich hier in den Eck hin. Genau. Da ist das Loch drin und da ist die Katzenhalter. Okay. So. Das heißt, hier hoch, das heißt, wir haben, ups, nein. Da ist das Loch drin. Und na, hier oben geht es irgendwie zu, ich weiß nicht wie weit. So, und da ist die Kerze. Upsa, na komm. Da ist die Kerze hier. So. Das Loch ohne rotes Licht würde ich noch anders markieren. Ja, wir müssen jetzt, hier ist ein Loch drin, hier ist ein Todesloch drin. Ich markiere das mal mit einem, keine Ahnung, kann ich so ein X machen? Hier ist so ein Todesloch. Okay, das ist ein Loch, wenn ich da sterbe, da kommt der Dolch raus. Da ist die Kerze. Dann ist hier, das kann ich jetzt schon gleich reintragen alles, da ist der Kopf, ups. Da ist der Kopf. Und da ist die Kugel. Ah, ja, das ist. Hier mal down, ne? Hier ist die Kugel. Hier ist der Kopf. Da ist die Kerze. So. Und ich kann euch gleich schon mal vorhersagen, weil das in meinen vorigen Aufzeichnungen war. Am Kopf sind links und rechts eine Laterne dran. So. Vielleicht wirken sich die Lampen aus. Ja, das kann eben sein. So, das heißt, wenn ich jetzt links gehe. Aber am Anfang waren alle Lampen aus und die Löcher waren tödlich. Jetzt sind alle Lampen an und die Löcher sind auch tödlich. Also ist die Frage, ob ich zum Beispiel nur eine Lampe anmache und alle Lampen aus. Hier ist links zum Kopf. So, da sind zwei Lampen dran. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Jetzt lass mich das eintragen, dass ich meine Zeichnung richtig kriege. Wenn ich hier runter gehe, ist hier eine Laterne dran. Hier eine Laterne dran. Hier links neben der Kugel ist hier eine Laterne. Und da ist ein tödliches Loch. Und hier ist es Schluss. Da ist zu. Da ist zu. Das kann man wegradieren. Das kann man wegradieren. Ich habe es so ungefähr aufgezeichnet, wie ich es jetzt angefangen habe. Moment. Ach Gottchen. Hier ist das tödliche Loch. Und hier war auch ein Loch, aber das war halt nicht tödlich. Upsa. Das soll ich zurückgängig machen. Da war ein Loch, das war nicht tödlich. Wow, wieso ist das jetzt grau geworden? Und da am Kopf, Kugel. Jetzt gehe ich mal links, da ist die Kugel plus eine Laterne und dann rechts ist das tödliche Loch davon. Pass auf. Dann jetzt den Kopf. Zwei Laternen, jetzt gehe ich eins links. Das ist die Kugel mit einer Laterne links. Und jetzt nochmal eins links, dann ist da das Loch, das tödlich war. Okay. Jetzt gehe ich runter, ist eine Laterne rechts. Genau, und dann gehe ich runter und ist das nicht tödliche Loch. Okay, soweit stand das.
Und da kann ich nicht weiter. Da geht's nicht weiter. So, und dann kann ich rechts und dann sind zwei Laternen. Neben dem Licht tödlichen gehe ich rechts und dann sind zwei Laternen. Und dann geht's auch hier nicht zurück. Der Weg ist blockiert. Okay. Das heißt, ich hab hier, da war das nicht tödliche Loch. Das heißt, hier sind zwei Laternen. Das einzige ist hier oben, was noch fehlt. Und da war gar nichts. Oh, hier war noch eine Laterne, ne? Zwischen den zwei Löchern. Okay. So, wenn ich jetzt hier hochgehe, müsste gar nichts sein. Links ist dann wieder eine Laterne hier. Hier hoch ist gar nichts. Flagge. Und das, was ich reindrücken konnte, aber da kann ich nicht mehr klicken, also das ist irrelevant. Und hier links ist eine Laterne rechts. Okay. So, das sind die Sachen alle. So, und da habe ich gedacht, schau mal, das hat diese Form hier. Oder es hatte, was ich überlegt habe, warte mal, kann ich erstmal speichern. Das eine, was ich überlegt hatte, war dieses, oh, das könnte hier so einen Aleph ergeben. Das war das Symbol. Hallo, Miss Black. Moin. Was ist das Malen mit Zahlen? Nein, wir versuchen gerade ein Rätsel zu lösen. Ich habe dieses Labyrinth. Das war dieses, hey, dann habe ich die zwei hier ausgemacht, aber das hat nichts gebracht. Alternativ könnte ich probieren, alle auszumachen, bis auf die, die daneben sind. Es sind immer drei Laternen in einer Reihe. Vielleicht muss ich eine Art Tic-Tac-Toe doch spielen, weil es immer drei Laternen in einer Reihe sind. Es sind an jedem Punkt nur eine Laterne dran. Au! An jeder Säule ist genau eine Laterne, auch wenn hier zwei sind in einem Punkt, aber an jeder Säule ist nur eine Laterne. Und vielleicht. Aber wenn das Tic-Tac-Toe sind, die haben drei, dann kann er. Dann müsste ich, also damit der nicht. Moment. Die blauen sind Löcher. Die beiden Löcher sind tödlich gewesen. Das war nicht tödlich. Die Frage ist, wenn ich spielen würde. Der hat hier so eine Falle gelegt, sozusagen. Der müsste das oder das vervollständigen. Rein theoretisch müsste ich hier belegen und hier belegen. Damit der nicht vervollständigen kann. Vielleicht muss ich auch nur die und die anmachen. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann entweder halt sowas ziehen oder sowas ziehen. Das wären zwei Dreierreihen. Oder die Todeslöcher ergeben ein Dreieck, ne? Oder halt den hier und den hier nehmen, damit der keine Dreierreihen bilden kann. Also die hier muss ich auf jeden Fall aktivieren, damit, wenn es wirklich so eine Art Tic-Tac-Toe ist, damit der nicht hier eine Dreierreihe bilden kann. Also, warte mal, jetzt deaktiviere ich mal alles bis auf die drei hier. Also wenn das der Blaue kann ja hier eine Reihe machen oder hier eine Reihe machen. Okay? Das heißt, ich will hier das Rot einnehmen, hier das einnehmen und hier das einnehmen. Dann kann er nichts tun. Das da unten war das Loch, das nicht tödlich war. Ja, ich kann natürlich drei Lichter pro Reihe. Ich kann natürlich versuchen, so eine Reihe einfach zu machen. Das könnte es auch sein. Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder ich versuche einfach, ich mache hier einfach eine Reihe und schau dann. Oder ich versuche, den zu blocken. Was ist, wenn es ein wirkliches Spiel gewesen wäre? Keine Ahnung, nehmen wir mal an, wenn es ein wirkliches Spiel wäre, dann setzt, warte mal, ich spiele mal hier rechts, der setzt hier ein X hin. Ich setze, was weiß ich setze hier einen Kreis hin.
Der setzt hier ein X hin. Ich setze einen Kreis hin, also ich einen Block. Der setzt hier ein X hin. Ich setze einen Kreis hin. Also bin ich, er ist er aber dran. Das ist dumm. Ich muss angefangen haben. Moment. Wenn ich anfange, ich setze einen Kreis hier hin. Er setzt ein X hier hin. Ich setze. Das Problem ist, wenn ich jetzt dann. Das ist dumm. Das geht dann irgendwie nicht. Dann hätte ich das ja schon gewonnen. Wenn ich hier hin sitze, dann setzt er hier hin, dann setze ich hier hin, dann setzt er hier hin. Und dann kann ich hier finishen. Aber ich hätte ja schon längst finishen können. Das ist komisch. Aber ich denke, ich muss entweder die drei hier anmachen, um ihn zu blocken. Oder drei durch eine eigene Reihe selber anmachen, von mir. Das heißt, auf jeden Fall, die beiden brauchen wir auf jeden Fall an. Und die hier erstmal aus. Ich teste es mal bloß erstmal die drei hier anmachen. Oder wir machen einfach eine Reihe. Ich mache die drei hier an und die anderen drei hier aus. Dass wir die Reihe hier ziehen. Ich teste mal. Okay, das heißt, wir müssen hier rechts gehen und die ausmachen. Schau, das habe ich in meiner Zeichnung nicht gesehen, dass jede Säule genau eine Fackel anhatte. Es war gut, dass ich mitzeichnet habe. Oh shit, ich habe mich vertan. So, das heißt, die äußeren müssen hier alle ausgemacht werden. Das, ich finde, glaube, Tic-Tac-Toe muss nicht unbedingt hier der Fall sein. Ich finde nur, dass die Löcher ein Muster ergeben. Ja, die haben ein Dreieck. Keine Ahnung. Das ist das sichere Loch gewesen. Und das ist das unsichere Loch. So, das heißt, ich mach die dreimal aus. Ich teste einfach mal eine Linie zu machen. Ich könnte natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Wieso x't ihr rum? Hört auf rum zu x'en. Schnauze ihr zwei. Die beiden kennen's. Die wissen die Lösung. Ruhig sein. Mund zu halten! Haltet euch den Mund zu! Haltet euch die Finger zu! Bindet euch die Finger an den Arsch! Nix sagen! Es ist so schwer, nicht zu helfen. I know. Setzt euch auf eure Hände und genießt unsere Fehler. Ja, ich kann WoW zocken. Vielleicht auch nur die Lichter anmachen, wo ein Loch gegenüber ist. Kann sein. Ja, ich glaube, der Hinweis ist das, der ganze Aufbau. Jetzt habe ich genau eine Linie in der Mitte durch. Normalerweise. Da tut sich auch nichts, oder? Die Sache ist, die Kerze leuchtet als einziger. Ja, am Eingang sind solche Zeichen. Vielleicht tun die irgendwas. Da zahlt sich nichts. Moment mal. Vielleicht. Dass doch der Eingang irgendwelche Hinweise gibt. Aber was sagt es hier aus? Was ist denn das hier alles? Okay, ich brauche Alexa. Ich brauche Alexa. Ich brauche. Nein, hier zurück. Startseite. Gott, das ist hier alles klebrig. Alexa? Griechisches Alphabet, bitte. Alexa? Was ist das griechische Alphabet? Das griechische Alphabet ist die Schrift, in der die griechische Sprache seit dem 9. Danke. Jahrhundert vor Christus geschrieben wird. Mehr dazu auf Wikipedia. So, wir haben hier Mü,
Das steht für M. Das ist ein Mü. Das ist M. M. Das ist Aleph. So, ich weiß, oder? Doch nicht. Ich denke das. Das nächste ist Omega. Wo ist denn das? M? Ich finde das nicht. Das nächste ist auf jeden Fall Omega. Das nächste ist Omega. Steht für O, natürlich, oder? Ja. Muss ja für O stehen. M. Dann warte, kommt gleich M. Das wäre O. Was ist denn das für ein Zeichen? Das finde ich aber auch nicht. Das ist hier auch so ein Gekringel. Das andere ist Phi, glaube ich, wieder. Ja, Phi. Das wäre F. M, O, F. Und das ist irgendwas dazwischen. Nächstes Sigma. Finde ich nicht. Das ist ja ein Symbol. Wie soll man denn sowas erkennen? Das ist Phi. Und das ist wahrscheinlich Tau. Das sieht aus wie eher wie Tau vielleicht. Und das war, das hat der Opi gewusst. Das war. Was war das? Eta steht hier dort. Eta. Das ist E oder I? Neugriechische Transkription? Okay, da komme ich nicht drauf. Das hilft mir vielleicht doch nicht weiter. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Wir machen jetzt einfach. Keine Ahnung, ob mir das weiterhilft. Ich mache jetzt einfach die Lichter an, die beim X sind. Also, das hatte ich gerade probiert. Das war nix. Ich mache jetzt einfach bei jedem X genau das Licht an. Probieren wir das. Eine der Sachen, was noch sein könnte. Da muss ich hier ausmachen wieder. Und das linke an. Oder genau bei X ein Licht aus, je nachdem. Das kann natürlich auch sein. Weil da ein Loch ist. Ja. Keine Ahnung, haben wir einen Hinweis übersehen? Ja, das ist aus. Da ist ein Loch, da müssen wir es anmachen. Ich erwarte ja immer, dass irgendwas gleich passiert. Das muss man ausmachen. Ja, nicht jedes Loch ist ein Todesloch, das stimmt. Aber am Anfang waren alle Lichter aus und das eine Loch war trotzdem kein Todesloch. Viele Möglichkeiten. Ja, ich frage mich, ob ich einen Hinweis übersehen habe. Und ich könnte die zwei Leute fragen, zumindest. Nee, wir fragen nicht. Wir probieren das erst noch. Jetzt sind die drei Lampen an den Löchern sind. Jetzt mal speichern.
Warte mal, wenn ich jetzt. Okay. Okay, beiden. Ihr könnt mir die Frage nur mit einem Ja oder Nein beantworten. Habe ich einen Hinweis übersehen? Ein Hinweis für dieses Rätsel übersehen. Ob ich einen Hinweis übersehen hat? Ja. Glory Holes töten. Ja, hier ist ein Loch. Guck, pass auf. Ich werfe einen Blick hinein. Deswegen töten Glory Holes. Okay. Ich habe einen Hinweis übersehen. Okay, wir müssen einen Hinweis suchen. Irgendeinen Hinweis übersehen. Das meinte ich mit Glory Holes töten. Okay, mir fehlt ein fucking Hinweis. Was zum Teufel? Darf ich dazu was anmerken? Nein? 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 Nichts anmerken. Okay. Das waren die vier Symbole. Das war aber das andere Rätsel, das hatten wir ja schon gemacht. Nee, keine Hinweise. Ich wollte bloß wissen, ob wir üben. Weil, wie gesagt, ich habe so viele Möglichkeiten zu probieren. Irgendeinen Hinweis noch übersehen. Die Lampen da oben vielleicht, ja. Ich kann das auch nicht rechts klicken. Die Lampe ist kaputt. Kann die auch nicht rechts klicken, ne? Und das Loch kann ich aber reinlangen, da habe ich schon reingelangt. Diese Glaskugel habe ich gemacht, seitdem gingen die Lichter an und aus. Seit ich die reingesetzt habe, konnte ich die Lichter an und aus machen. Da sehe ich so einen Drachen. Die habe ich rein und dann konnte ich... Oh, kann ich da was klicken? Nische! Oh! Oh! Das muss die Karte des Labyrinths sein. Hey! Ich möchte hinweisen, dass meine Zeichnung davon ziemlich gut ist, okay? Da ist die Kugel, da ist der Eingang und anscheinend ist am Kopf die Treppe raus. Zack, 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 zack. Da geht anscheinend eine Treppe raus hier, okay? Easy. Geh nochmal zum Ort mit der Kugel, vielleicht ist da was. Ja, Momoko, ich habe ja geguckt, ich habe die Nische nicht gesehen. Da ist die Kugel, da ist die Treppe raus, schau. Ich habe aber ziemlich gut aufgezeichnet, das Ganze. Können wir das bitte anmerken, dass ich da gut aufgezeichnet habe? Nesta Elentara Elusiti Di Elusca Dele Shehedadu. Also wenn Leute das noch nicht gespielt haben, dann dürft ihr gerne, genau, wenn ihr das Spiel nicht kennt, dürft ihr gerne miträtseln. Bloß die Leute, wo es kennen, bitte einfach nichts sagen, weil sonst ist es ja bloß eine Komplettlösung und nicht miträtseln. Beim Sonntag ist es nicht so, da ist schon einfach jeder sich selber zurückhalten, der es kennt. Vielleicht ist die andere Nische auch noch was. Vielleicht kann ich das Ganze, das Papier an die Flamme halten und da ist noch ein Geheimding. Ja, aber wir haben diese scheiß Flamme da, wo ich nichts tun konnte. Okay. Ha! Okay, der leuchtet schon. Der und der muss leuchten. Okay, easy. Welche, das, okay. Okay.
der. Und der muss leuchten. Jetzt haben wir's. Die Nische war's. Aber hey, meine Tic-Tac-Toe-Idee war doch gar nicht so schlecht. Das sah halt echt wie ein tolles Tic-Tac-Toe-Spielchen aus. Hätte ja auch sein können, dass ich gegen das Spiel Tic-Tac-Toe spielen muss. Vielleicht war meine Wahl von Kreuzen und Kreisen nicht so gut, weil das hat irgendwie davon vielleicht verleitet, den Tic-Tac-Toe zu sehen. Vielleicht war meine eigene Notierung des Ganzen schlecht durchdacht. Tic-Tac-Toe im Jahre 1450. Frag mich, wie alt Tic-Tac-Toe ist. Das könnte ziemlich alt sein. Also Spiele gibt es ja schon tausende von Jahren. Ja, ich habe Kreis und Kreuz selbst konnotiert. Und dadurch eigentlich mein Kopf zufällig an Tic-Tac-Toe denken müssen. Das müsste sein. Okay. Okay. Portal! Tic-Tac-Toe 1995 als Band gegründet. Hat Tic-Tac-Toe nicht... Was haben die gesungen? War das nicht so, du bist scheiße? War das die? Und, ja. Okay. Müsst ihr das so nach oben führen, nicht in die Hölle? Ach, lieber in der Hölle regieren, als im Himmel faul rumliegen. Schau, Tic-Tac-Toe. 12. Jahrhundert vor Christi. Ewig alt. Tausende von Jahren eben. Easy. Hätte locker Tic-Tac-Toe sein können. Hallo Mordred. Wo bin ich? Was ist das für ein Ort? Das weißt du jetzt immer noch nicht. Nach all dem, was wir hier getan haben. Wo ist Mordred? Oh. Oh. Er braucht mein Blut, um wieder belebt zu werden. Können wir... Vorpal. Ein uralter Ritualdolch. An der Klinge klebt getrocknetes Blut. Okay. Klinge mit Altar benutzt? Klinge mit... Benutze Klinge mit Samuel? Vorpal, an der Klinge. Wir kommen da nie Leben raus, nein. Aber Samuel hat es auch nicht irgendwie nicht verdient, Leben rauszukommen. So dumm, wie der sich angestellt hat. Ich kann ja nichts anklicken. Die farbigen Dinge ans Pentagramm. Ja, das sind die Schlüssel, aber ich kann es ja nicht mal benutzen. Ich meine, selbst wenn ich die richtigen Farben auf die richtigen Teile legen möchte, aber ich müsste das Buch irgendwie... Mein Cursor wird ja immer rot, wenn ich irgendwas benutzen kann. Ja, da kann ich auch nicht... Klicki-klicki. Klicki-klicki machen. Klicki-klicki. Hier gibt es Altar oder kann ich am Altar noch was anderes anklicken?
Was ist denn was der? Die Schlüssel irgendwie miteinander verbinden? Winchester, nein, Samuel Gordon. Ja, hier irgendwie reinstecken oder so. Wie gesagt, hier ist nichts rot, was ich benutzen könnte. Das wundert mich ja gerade. Ritualdolch. Die Seiten hier irgendwie blättern. Ja, da ist nichts, was ich benutzen kann, genannt. Vielleicht muss ich hier eben mein Blut rein, dass das Blut hier reinfließt und sich das aktiviert und dann die Schlüssel rein benutzt. Vorpal. An der Klinge. Kann man den Samuel an sich anklicken? Jetzt? Wieso ging es jetzt? Was habe ich jetzt geklickt? Das habe ich doch vorhin auch schon gemacht, versucht den Dolch zu benutzen. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, von draußen. Jetzt hat. Da, ich habe doch gewusst, da muss das Blut rein. Das sah ja schon so aus. Er wollte es bloß nicht machen. Das war eine Steuerungssache. So, jetzt muss ich die richtigen Schlüssel in die richtigen Öffnungen stecken. Zodokare busadire imcoraxo zodere matorebe matorebi vax da sobra ve maliore vax da sobra malior im ibute amena vei busadire amena vax zodokare. Williams Tod war nur der Anfang eines erwachenden Fluches. Jetzt Cliffhanger oder was? Ich hätte es spüren sollen. Es gibt keinen Abkommen unseres Blutes, der den Black Mirror durch seine Taten wieder öffnen würde. Er wird für immer geschlossen bleiben. Wie Marcus es gewollt hatte. Niemand wird je wieder in der Lage sein, 5 Seelen zu besitzen. Der Fluch ist gebrochen. Eines bleibt noch zu tun. Es gibt noch einen lebenden Gordon. Ah. So endet meine Geschichte. Ich habe immer befürchtet, dass mich die Vergangenheit wieder einholen und ihren Schatten über mich werfen könnte. Meine Seele ist verloren, durch Sünden, die sich nicht ungeschehen machen lassen. Das Böse hat viele Gesichter, viele Formen. Ich weiß jetzt, dass die Vergangenheit ein verzerrtes Spiegelbild meiner Seele ist. Es gibt keinen Richter, der ein Urteil fällen könnte. Es gibt nur mich. Damn! Okay, Moment. Ja, es ist doch ein bisschen... Victoria ist nicht ein Gordon. Nee, die hat ja bloß einen Gordon geheiratet.
Sie ist ja nicht geborene Gordon, sondern sie hat den Gordon geheiratet. Aber, okay, im Endeffekt haben wir... Der Fluch befällt männliche Gordons, genau. Und ich war jetzt der letzte Gordon, aber... Eigentlich habe ich gedacht, Mordred, der von Markus weggesperrt wurde, hat einen Fluch über die Gordon-Familie gemacht. Dass Mordred eigentlich versucht, wieder rauszukommen und von mir Besitz ergriffen hat, um die 5 Schlüssel zu sammeln, um sich aus seinem Spiegel da zu befreien. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er ihn jetzt endgültig nochmal weggesperrt und sich dann selbst umgebracht, damit es keinen Gordon mehr gibt, der ihn freilassen könnte? Aber wieso musste er das tun? Es hätte auch einfach keiner die Schlüssel sammeln können. Oder wieso? Das verwundert mich gerade. Das ist der Fluch. Ja, damit Mordred nicht aus dem Black Mirror fliehen kann. Aber ich dachte, die 5 Schlüssel waren da. Damit wurde er schon versiegelt und er bräuchte die 5 Schlüssel zum Fliehen. Aber jetzt hat er die 5 Schlüssel zum Weiterverschließen? Spiel 2 und 3, dann wird es deutlicher. Das fehlen wir, spielen wir 2 und 3. Okay, die Story geht also weiter. Da werden wir noch ein bisschen mehr erklärt bekommen. Okay, nice. Okay, mir gefällt es mir. Wenn das die Story da ansetzt und wir noch weiter erklärt bekommen, dann behalte ich auch meine ganzen Notizen auf. Ich meine, ich habe hier den ganzen Stammbaufass aufgeschrieben. Es gab Lothar Gordon, dessen Sohn war Thomas Gordon, dessen Sohn war William Gordon, der mit Victoria zusammenkam. Eleanor ist seine Schwester gewesen, die in Wales lebt. Und ganz am Anfang um 1215 rum waren Mordred und Markus Gordon, das waren die beiden Brüder. Ich weiß bloß nicht, von wer Lothar war von den Söhnen daher. Durkheim Gordon kam noch da. Genau, und William Gordon mit Victoria hatte Randall Gordon, das ist mein Vater, und Robert Gordon und James, den Bastardsohn. Und Randall Gordon, meiner Mutter mich gehabt, Samuel Gordon. Also ich habe hier so einen ganzen Stammbaum mittlerweile aufgeschrieben. Also von dem her, ich kenne mich relativ gut im Stammbaum der Gordons aus. Ich habe nach 2 Sekunden der Notiz nichts verstanden. Ja, ich habe so viele Gordon-Namen. Ich habe von 1200 den ganzen Gordon-Stammbaum hier versucht aufzuschreiben. Was auch ein Hinweis noch drauf gibt, aber ich suche bloß nur eine Sache. Und zwar bin ich irgendwo... kann ich da... Oh, das ist nice. Das ist ein nice Spielstand. Samuel hat ein uneheliches Kind, ja. Dann geht der Fluch weiter. Ich glaube, da stand es zu dem Fluch drin. Oder? Das ist die Chroniken. Ich glaub's, oder? Stand es da bei dem Fluch drin? Die Chronik von Schloss Wormhill. Die Pfarrkirche existiert schon sehr, sehr lange. Schon unsere ältesten Bücher und Aufzeichnungen erzählen von ihr. Nur die Mauern unseres Schlosses erinnern sich an ihre Erbauung. Marcus Gordon ließ die Kirche vor so langer Zeit erbauen, dass das genaue Datum im Nebel der Vergangenheit verloren ist. Folglich kann das tatsächliche Alter des Gebäudes nur geschätzt werden, da es in der Vergangenheit keine genauen Aufzeichnungen gab. Nach Meinung angesehener Historiker wurde die Kirche um das Jahr 1215 herum errichtet. Okay. Man glaubt, dass Markus die Kirche auf einer heidnischen Stätte erbauen ließ, an der im Wandel der Zeiten viele unschuldige Menschen gestorben sind. Es gibt jedoch keine entsprechenden Aufzeichnungen. In den Büchern, die mir im Schloss und Pfarrhaus zur Verfügung stehen, wird davon auch nichts erwähnt. Vom historischen Standpunkt her ist dies also bloß eine Annahme. Wahrscheinlich eine von vielen erfundenen Legenden, wie sie in diesem Teil des Landes kursieren. Eines ist jedoch gewiss: In diesem Zeitalter entstand die Akademie von Black Mirror.
Wie bei der Kirche von Wormhill war Marcus für die Entstehung des imposanten Gebäudes verantwortlich. Die neue Akademie mit ihrer riesigen Bibliothek sollte als Wissenszentrum für das Volk dienen. Außerdem war sie ein sicherer Aufbewahrungsort für die Chronik der Familie Gordon, die auf Anweisung von Marcus von den Gelehrten behütet werden sollte. Das war Marcus im Mord. Ich glaube, im Tagebuch steht noch was. Meinte es das Schicksal mit Marcus nicht gut. Nach seinem Tode brach ca. 1512 ein Brand in der Akademie aus. Trotz der beherzten Rettungsversuche der Bewohner, die zum Schloss eilten, um die Flammen zu bekämpfen, brannte die Akademie bis auf die Grundmauern nieder. Als ersichtlich wurde, dass das Gebäude nicht mehr zu retten war, versuchte man, die Aufzeichnungen zu bergen. Nicht jeder war bereit, sein Leben in der tödlichen Hitze zu riskieren, nur um Papiere und Bücher zu retten. Aber hätte es nicht einige mutige Menschen gegeben, wüssten wir heute nicht, wer Marcus Gordon gewesen ist. Und die Geschichte des Black Mirror Schlosses wäre verloren gegangen, denn ein Großteil der Chroniken fiel den Flammen zum Opfer. Bei dem Brand starb Garmore Gordon im Alter von 45 Jahren. Den habe ich zum Beispiel nicht markiert. Sein Mut wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben. Vom Personal der Akademie blieb niemand am Leben, der sich um die Aufzeichnungen und alten Bücher, welche das Feuer überdauert hatten, hätte kümmern können. Folglich wurden die verbliebenen Bände der Gemeinde von Wormhill übergeben, in die Obhut von Pater Matthias. Bis zu seinem Tode im Jahre 1543 bewahrte Pater Matthias die historischen Schätze sorgfältig auf. Diesem heiligen Mann verdankt die Familie von Garmore Gordon die Erhaltung der Chroniken und der alten Aufzeichnungen. Seit dieser Zeit wird die Chronik der Familie Gordon über die Jahrzehnte an die Nachkommen von Pater Matthias weitergereicht. Bis heute. Zur Unterschrift gegeben von Jeremy Gordon im Jahre des Herrn 1632. Die Pfarrke schon und folglich. Man glaubt, dass Shit. Eines ist wie die nach seinem Trott als nicht, aber bei dem voll bis die Shit, ich hab so falsch geklickt. Okay, jetzt. Und im Tagebuch von William stand das andere noch, glaube ich. Da habe ich noch nicht alle Runen. Da stand es zum Fluch, glaube ich, oder? 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind. Und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage. Ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen, so schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein. Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau.
Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James' Schlüssel zu bekommen dürfte nicht allzu schwer fallen. Ja, aber wer hat die dann verteilt, die Schlüssel, damit sie nicht benutzt werden? Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Mhm. Der vierte Schlüssel ging an Darkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der fünfte Schlüssel befindet. Es war Lothar Gordon. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Wo hatte ich denn noch mehr bekommen? Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. Jetzt labert er von Bombe, ja. 26. April. Was auch immer unter... Erst nach mehreren Tagen... Der ganze Sockel ist ein raffiniertes... Ich das habe ist versucht, gewesen, ja. Die Wo hat er nochmal was zu dem Fluch gesagt? Es gelang mir nicht, zu konzentrieren, den Mechanismus. Ich würde über den Wollen mal von Seite. Ich bin sicher, der erste Jahrhundert... Das Grab, die Markus-Leiche bei der Spur, sind Überreste. Antwort in den Büchern, Mühe, die Wahrheit... Weisheitsschütz. Ich bin fast sicher, dass es ein Lösungswort Atem ist. Kugel gestanden. Diese Nacht habe ich geschlafen, das war's dann schon. Wo hatten wir was von dem Fluch noch gelesen? Weil ich hab dieses Wissen mit diesem Fluch und der männlichen, oder war das bloß bei ihm jetzt hier? Na gut, in 2 und 3 wird mehr rauskommen. Irgendwo hat man von dem Fluch noch was gelesen. Und wieso wir die 5 Schlüssel brauchten. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Weil ich das Wissen habe und ich immer gedacht habe, Mordred will die halt zum Freikommen. Aber dafür haben wir ihn benutzt, den Fluch aufzulösen. Aber im Endeffekt hätten wir die Schlüssel gebraucht. Wenn er sich einfach umgebracht hätte, wäre dann der Fluch nicht auch aufgehoben gewesen? Das kommt wohl nächste Woche raus. Oder in den nächsten Wochen. Tada. Ja, nächste Woche gibt es Black Mirror 2. Sonntag wieder, 14 Uhr geht's los.